Ja, meine lieben Studierenden, im Sommersemester 2020, es gibt eine relativ interessante Entwicklung, und zwar die, dass Simon Meyer-Vieracker und ich uns auf Zotero geeinigt haben, obwohl mir Citavi immer noch ein bisschen besser liegt. Allerdings ist Zotero quelloffen und hat auf den ersten Blick nur einen entscheidenden Nachteil, nämlich dass ich aus dem Programm heraus nicht auf Literaturdatenbanken zugreifen kann. Das ist bei Citavi der Fall. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf Zotero geeinigt und auch ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen der SLUB, die im Open Science Bereich und auch für die Publikumsbetreuung, Weiterentwicklung der Formate sind, hat dazu geführt, dass wir uns auch da auf Zotero einschießen. Und deswegen möchte ich mit diesem kurzen Impulsvideo für die Lehre für die nächste Woche Ihnen Zotero ganz kurz vorstellen, falls Sie das noch nicht kennen, und Ihnen gleichzeitig zeigen, wie Sie gemeinsam eine Gruppe einrichten können, in der Sie gemeinsam Literaturhinweise sammeln und das Ganze dann im Seminar umsetzen, entweder in der barrierefreien Kommunikation oder in den kleinen Textformen. Die Gruppen dafür habe ich schon eingerichtet und ich stelle Ihnen die Links dann zur Verfügung in den Matrix-Gruppen und darf Sie bitten, sich bei mir per E-Mail zu melden oder mir Ihre E-Mail oder den Zugang zu Ihrem Zotero-Konto zu geben, falls Sie daran kollaborativ mitarbeiten wollen. Das ganze Video hier ist in Ergänzung zu der Einführung zu verstehen, die Simon Meyer-Vieracker bereits publiziert hat. Den Link dazu finden Sie unten im Kommentarbereich. Und zum Zweiten in Ergänzung zu dem, was wir bisher im Seminar selbst gemacht haben. Ich würde Ihnen die ersten Schritte zeigen, wie Sie Zotero so einrichten, dass Sie damit arbeiten können, und dann drei zentrale Kataloge vorstellen oder Ihnen zeigen, mit denen Sie für Ihr Thema recherchieren können. Fangen wir zunächst an, Zotero. Das, was Sie benötigen, ist die Software selbst, und die finden Sie direkt auf der Startseite, ebenfalls im Kommentarbereich verlinkt, zotero.org, hier im Download, und das Ganze ist verfügbar für Mac, Windows und Linux. Das heißt, für alle Betriebssysteme, die man üblicherweise bedient. Ein Pferdefuß hat das Ganze, das basiert auf Java, ist also nicht mehr das ganz Aktuellste, sieht aber nicht so furchtbar aus wie andere Java-Applikationen. Wenn Sie das ganze Programm geladen haben, dann ist von vornherein dabei ein Plugin für Microsoft Word, das Sie verwenden können, um Zitationen automatisch einzufügen. Und zum Zweiten möchte ich Ihnen zeigen, dass die SLUB Dresden eine Weiterbildung und oder einen Kurs anbietet zu Literaturverwaltungsprogrammen und darunter auch Zotero, mit einer Kurzbeschreibung. Und hier sehen Sie schon im Wesentlichen die Voraussetzungen, die Sie brauchen, um dieses Tool nutzen zu können. Das heißt, Sie laden sich die Desktop-App, das habe ich Ihnen gerade gezeigt, auf der Zotero-Website. Sie installieren das Browser-Plugin, was Sie benötigen, um online Literaturangaben faktisch einzusammeln. Das führe ich Ihnen gleich vor. Und dann benötigen Sie einen Zotero-Web-Account, der ist frei. Und das müssen Sie bitte alles miteinander kombinieren, um dann in den Gruppen online gemeinsam arbeiten zu können. Zeige ich Ihnen aber gleich im Detail. Das Browser-Plugin zeige ich Ihnen hier nochmal. Gibt es für Chrome. Und installieren Sie sich das bitte. Das erscheint dann im Browser hier, Sie sehen Citavi, hier erscheint der Zotero Connector. Und ich werde Ihnen dann nachher vorführen, wie Sie damit idealerweise arbeiten können. Jetzt können wir das aber wieder schließen. Und daneben brauchen Sie einen Zotero Web-Account. Der ist jetzt natürlich bei mir schon angelegt, weil ich mich hier eingeloggt habe. Und diese Kombination aus Website auf der einen und Zotero-Programm auf der anderen Seite brauchen Sie, zeige ich Ihnen hier im Zotero-Programm, falls Sie es installiert haben. Moment, zeige ich Ihnen hier, um hier zwischen Ihrem Programm und Zotero zu synchronisieren. Aber dazu gleich.
Gut, wenn Sie Zotero installiert haben, die Plugins installiert haben und sich einen Account angelegt haben, dann zeige ich Ihnen ganz kurz, wie Sie hier eine Gruppe anlegen können, um mit anderen gemeinsam kollaborativ zu arbeiten. Vielleicht so viel, Sie kommen dann automatisch in Ihr Profil und können hier sehen, dass ich bereits die barrierefreie Kommunikation angelegt habe und die kleinen Textformen. Die Links dafür gebe ich Ihnen nachher frei. Und da können Sie dann die Literatur zusammenstellen. Sie erkennen die Gruppen von mir an dem blauen Header mit dem Schriftzug GLS, sodass Sie sie auch immer wieder identifizieren können. Und ich zeige Ihnen zunächst, wie man eine solche Gruppe anlegt. Und in diese Gruppe werde ich jetzt auch stellvertretend hinein bibliografieren, um die barrierefreie Kommunikation und die kleinen Textformen sauber zu halten für Ihre Arbeit. Also wir kreieren eine neue Gruppe und nennen diese Gruppe Tutorial. Dann die Einstellung relativ interessant. Public Open Membership bedeutet, dass alle im Netz an dieser Gruppe mitarbeiten dürfen. Das empfehle ich Ihnen nicht. Allerdings ist es so, dass man, müssen wir es eben so probieren. Also das heißt, dass wir eine Das sollte noch frei sein. Moment. Tatsächlich. Ja, wen wundert es? Also das heißt, dass wir eine offene Gruppe aufbauen, die sich öffentlich einsehen lässt, aber nur die Mitglieder der Gruppe können an der Literaturliste arbeiten. Und daneben wäre noch eine private Gruppe möglich, die dann vollkommen abgeschlossen ist und nur für die Mitglieder einsehbar und änderbar ist. Wir wählen mal Public Closed Membership, kreieren diese Gruppe und können jetzt hier noch verschiedene Einstellungen vornehmen, die ich jetzt aber nicht ändern muss, denn die Voreinstellung ist bereits so, dass man sie offen übers Netz sehen kann, dass man aber Gruppenmitglieder integrieren kann und es dürfen nur Gruppenmitglieder edieren. So, jetzt speichern wir das ab. Und jetzt ist diese Gruppe bereits eingerichtet. Sehen Sie hier. Und jetzt kommt das Entscheidende, dass Sie natürlich in diesem Login, die in Ihrem Zotero-Programm aktivieren müssen. Sie sehen jetzt hier, das sind meine Gruppen, die ich bereits angelegt habe. Ich müsste jetzt hier synchronisieren. Und dann sollte die Gruppe GLS Tutorial erscheinen, da ist sie schon und sie verfügt natürlich noch nicht über irgendeinen Eintrag. Die legen wir jetzt aber nach und nach an. Wenn Sie das Zotero Browser Plugin installiert haben, das ich Ihnen vorher zeigte, Moment, ich mache es nochmal, Browser Plugin, ja, wenn Sie das Zotero Browser Plugin, den Zotero Connector installiert haben, erscheint hier auf dieser Seite eine Erweiterung, die Sie benutzen können. Und ich gehe mit Ihnen jetzt mal verschiedene Datenbanken durch, mit denen Sie, nach denen Sie recherchieren können. Und ich möchte beginnen mit der Germanistik Online-Datenbank, die ich Ihnen beim letzten Mal schon vorgeführt habe. Auch dafür findet sich der Link wieder in der Beschreibung. Also, wir gehen mal zum Inhalt. Und wenn das nicht ganz so lange dauert, ja wunderbar, dann sind wir schon hier und ich würde jetzt mal suchen nach einem Stichwort, das wir verwenden können für die beiden Seminare oder für eins, für die beiden Seminare können wir verwenden zum Beispiel Comic. Ja, das wäre jetzt ein Suchbegriff, den wir da verwenden. Und wie Sie wissen, ist die Kräuterseite nicht die schnellste. Deswegen haben Sie ein bisschen Geduld. Und jetzt kommen im Wesentlichen die im Freitext gesuchten und im Volltext gesuchten Literaturanmerkungen zum Thema Comic. Und ich würde jetzt mal von oben weggehen. Das sind die letzten
Publikation, Emanzipationsinstrument, Comic, Frauencomic von der Repräsentation zur Produktion. Das klingt eigentlich so, als ob wir sie in dem nicht so uninteressant und als ob wir das durchaus gebrauchen könnten für unsere Arbeit in den Seminaren. Ja, wie ich Ihnen schon gezeigt habe, ist es so tatsächlich, dass Sie auch ohne den Vollzugang zur Germanistik Online die Literaturangabe exportieren können, und zwar hier über den etwas unglücklichen Reiter Zitat exportieren. Und dann öffnet sich dieses Dialogfenster. Und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie, wir zitieren nach Chicago, ja, ist eigentlich egal. Also das heißt MLA, wie machen wir es? Ja, es ist eigentlich egal. Und jetzt würde ich Ihnen nicht den Download empfehlen, sondern den Export, und dann passen Sie mal auf, was passiert. Es öffnet sich der Zotero Connector, und ich würde Sie bitten, das nicht festzulegen, dass er immer sich öffnet. Und Sie exportieren das nach Zotero, und zwar haben Sie jetzt die Gruppen, die bereits angelegt sind. Und wir wollen das natürlich ganz gern in das GLS-Tutorial exportieren und drücken auf Erledigt. Und jetzt passiert Folgendes, zeige ich Ihnen, wenn Sie Zotero öffnen, dass Sie diese Literaturangabe automatisch in Ihre Gruppe organisiert haben, und hier erscheint jetzt diese Literaturangabe in Ihrem Programm. Sie sehen also nichts leichter als das. Nutzen Sie nur bitte die Germanistik Online Datenbank auf alle Fälle, um zu recherchieren. Das zweite, was ich Ihnen zeige, ist passgenau für die barrierefreie Kommunikation die leichte Sprache. Und hier ein Titel, um den Sie nicht herumkommen werden. Leichte Sprache, Grundlagen, Prinzipien und Regeln. Zitat exportieren. Wir wählen wieder MLA. Und Export, darauf öffnet sich der Zotero Connector. Sie bestätigen mit OK, entscheiden, in welche Gruppe das Ganze eingeordnet werden soll, und schließen den Connector. So, jetzt sehen Sie hier, haben Sie den zweiten Titel integriert. Ja, Predel Maas, und hier der erste Emanzipationsinstrument Comic. Das Ganze ist natürlich jetzt bunt gemischt. Zeige ich Ihnen aber auch, dass das nicht so dramatisch ist, in einem weiteren Schritt. So, jetzt schließen wir das, und um Gleichberechtigung vorgehen zu lassen, noch ein Titel auf für die kleinen Textformen. Hier habe ich schon gesucht nach der Postkarte, und würde jetzt ja, auf diesen sehr schönen Titel gehen, Post und Poesie, Gedichte auf Postkarten und Postkarten in Gedichten. Ebenfalls noch einmal, um das vorzuführen, gehen Sie auf Zitat exportieren, MLA, Export in den Zotero Connector. Im Zotero Connector wählen Sie wieder, wenn Sie noch Umstellungen haben möchten, und fügen das Ganze ein. Und dann erscheint hier der Literatureintrag zu der eben gewählten Publikation. Also Sie sehen, das Ganze läuft über die Germanistik Online vollkommen reibungslos. Dann gehen wir doch mal zum so benannten Eppelsheimer Köttelwäsch. Der Eppelsheimer Köttelwäsch oder die BDSL ist online genauso gut verfügbar. Der Link wiederum direkt im Kommentarbereich zu diesem Video. Und wie Sie gesehen haben, bei Citavi, meinem kurzen Einführungsvideo, ist die Integration der BDSL auch in Citavi schon eine andere als die einer beliebigen Website, also wie der Germanistik Online. Und dieser Zusammenhang, der sich in Citavi abbildet, das heißt die Integration der Bibliografie direkt in das Programm, der bildet sich auch für Zotero ab, und ich zeige Ihnen gleich, an welcher Stelle man das merkt. Wir suchen jetzt mal nach leichte Sprache. Hui.
Na, dann machen wir das mal anders. Suchen mal nach Instagram. Na. Dann machen wir das mal so. Also, Sie sehen jetzt, das habe ich beim letzten Mal auch probiert, einfach nach Alexander Lasch zu suchen. Die Ergebnisse waren ja recht, sagen wir mal, problematisch. Allerdings ist es so, dass Sie jetzt die Zotero-Integration auch mit diesem Tool gut testen können. Und Sie sehen, das Icon für Zotero hat sich schon geändert. Und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund. Ich klicke jetzt mal hier drauf. Und jetzt macht Zotero Folgendes. Sie erinnern sich vielleicht, Sie können das Video auch gerne mal probeweise sehen, dass wir dann so eine Auswahlliste aus der BDSL hatten. Und genauso würde hier der Treffer der Zotero Collector arbeiten oder Connector arbeiten. Sie wählen diese Publikationen aus und importieren sie, ja, und zwar in das GLS-Tutorial. Erledigt. Und dann sehen Sie in Ihrer Datenbank diese beiden Publikationen, Eingreifendes Denken und die Sprache der Judenfeindschaft. Das ist eine Rezension gewesen. Das lösche ich jetzt mal raus, weil es schlussendlich mit unseren Themen nichts zu tun hat. Aber auch so können Sie über die BDSL ganz einfach zugreifen auf eine große Menge an Einträgen. So, nächstes Thema. Der sogenannte IDS-Publikationsserver. Der Link ist im Kommentarbereich angegeben. Das IDS ist das Institut für deutsche Sprache in Mannheim und die haben eine große Bandbreite an linguistisch relevanten Publikationen, vor allem zu den Themen, die uns interessieren. Sie finden den Publikationsserver wie folgt. Sie sind hier auf der Startseite, gehen Sie auf die Publikationen. Und dann auf den Publikationsserver des IDS und kommen auf diese Seite. Nur zum Spaß, weil uns das ja im Kurs interessieren wird, suchen wir nach Instagram und kommen jetzt auf folgende Einträge, die offensichtlich mit diesem Thema in Verbindung stehen. Wir haben eine Autorenübersicht, wir haben eine Erscheinungsjahre. Dann haben wir unterschiedliche Medientypen, die damit gemeint sind. Mich interessiert aber speziell dieser Titel. Ja, also von Gänsehaut bis Es reicht. Das ist ein neuer Artikel von 2019 zum Thema der Hashtags unter anderem als Makrozeichen von Constanze Marx. Und jetzt können Sie hier verschiedene Dinge tun. Sie können den Artikel herunterladen. Sie können sich die ganzen Angaben alle von Hand abschreiben. Oder Sie wählen den Zotero-Connector und importieren die Informationen in Ihre Gruppe. Und jetzt gibt es eine kleine Besonderheit bei Zotero. Sie können nämlich die vollständigen Daten mit integrieren und haben dann Zugriff auf den Text des Artikels. Das unterscheidet im Wesentlichen auch Zotero von Citavi und zugegebenermaßen ist dieses besondere Tool und dieser besondere Service natürlich sehr, sehr interessant für alle Bereiche, die, wenn sie gemeinsam Literatur sammeln und damit arbeiten wollen. Dann haben Sie hier also in Ihrem GLS-Tutorial also eine Menge unterschiedlicher Literaturangaben, die jetzt hier gar nichts zu suchen haben. Und deswegen verschieben wir ganz einfach diese Artikel in die Gruppen, in die sie gehören, nämlich in die barrierefreie Kommunikation, in die kleinen Textformen. Und da wir die Hashtags in den kleinen Textformen brauchen, finden Sie dann hier diese Literaturangaben auch in den Gruppen und Sie können sie hier aus dem Tutorial wieder löschen. Das ist im Wesentlichen eine ganz einfache Form, Literatur gemeinsam zu verwalten. Und ich würde Sie dazu einladen, das im Seminar zu probieren und mit Ihren Themen hier einzusteigen.
kann nur noch Folgendes empfehlen, dass wenn Sie in den Gruppen sind als Zugangsberechtigte, dass Sie doch eigene Sammlungen anlegen, die Sie in den Gruppen selbst sortieren. Zum Beispiel kann es sinnvoll sein, eine Gruppe anzulegen mit Comics und dann eine, da hatten wir es, diese Publikation auch in die Comics zu ziehen, ja. Und dann hätten Sie hier eine Gruppenzuordnung dieser kleinen Textform. Sie können das freilich auch hier vornehmen, dass Sie einen Text zu einer Gruppe hinzufügen und das Ganze dann sortieren, je nachdem, aus dem Sie es brauchen. So, das lösche ich jetzt aber mal wieder raus. Diese Sammlung brauche ich jetzt hier nicht in dieser Form, sondern ich will Ihnen in einem letzten Schritt noch zeigen, wie Sie aus Ihren Literaturangaben tatsächlich in Texte hineinarbeiten können. Und dazu öffne ich Word. Word ist mein präferiertes Textbearbeitungsprogramm. Sie können hier gerne auch ein anderes verwenden. Und Sie erinnern sich, dass ich vielleicht ganz am Anfang über das Zotero-Plugin für Word gesprochen habe. Das wird automatisch installiert und Sie finden es hier. Das können Sie öffnen und dann beginnen wir mal einen Text zu schreiben. Ja, Comics sind eine sehr interessante Textsorte im Kontext der Diskussion um sogenannte kleine Texte. Das Ganze mache ich jetzt mal ein bisschen größer, damit Sie es sehen. Open Sans 14 in einem halbzeitigen Zeichenabstand. Dann gehen wir auf Zotero und fügen Folgendes ein. Wir integrieren jetzt hier eine Zitation und ich zeige Ihnen das mal an der klassischen Ansicht, weil Sie es dann besser sehen können. Wir gehen auf die kleinen Textform und fügen hier ein Emanzipationsinstrument Comics und zwar zum Beispiel die Seite 3. Und dann wird integriert nach dem je jetzt eingestellten Zitationsstil, das wäre jetzt Chicago Manual of Style mit Autor Date, fügen diese Zitation hier in den Text direkt ein. Unter uns gesagt, also Simon Meyer-Vieracker hat gerade einen Zitationsstil für die Linguistik in Dresden eingereicht, der hoffentlich bald verfügbar ist. Davon gehe ich aber aus. Und Sie sehen, dann haben Sie hier diesen Text integriert. Und damit Sie sich immer daran erinnern, was Sie eigentlich zitiert haben, können Sie gleichzeitig über Add Edit die Bibliografie direkt ändern und integrieren. Dann schreiben Sie einfach weiter, ja, und fügen eine neue Zitation ein. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal diese neue Form. Und zwar, weil ich jetzt hier schon ein paar Sachen integriert habe, zum Beispiel Last 2019, fügen das Ganze ein, ja, und hätten dann automatisch auch die Ergänzung der Bibliografie nach dem Chicago-Style. Ja, das ist im Wesentlichen das ganze Geheimnis hinter Zotero und den unterschiedlichen Formen miteinander kollaborativ zu arbeiten. Vielleicht nochmal ganz kurz, Sie müssen sich Zotero besorgen, damit wird automatisch das Word-Plugin installiert. Dann installieren Sie sich bitte das Browser-Plugin, das hat man hier nochmal ganz gut gesehen, das Browser-Plugin. Registrieren Sie sich für den Zotero Web-Account und dann richten Sie Gruppen ein, je nach Bedarf, mit denen Sie anderen zusammenarbeiten. Ich kann Ihnen das jetzt auch mal zeigen. Wir gehen mal auf die kleinen Textformen. Und Sie sehen, hier sind jetzt die Bibliografien oder die Angaben drin, die wir gerade von Hand zusammengesucht haben. Und können diese einsehen, ändern, korrigieren und so weiter und so fort, wenn Sie Mitglied in dieser Gruppe sind. An Empfehlungen, um das nochmal kurz durchzugehen, haben wir
hier die Germanistik Online Datenbank, den BDSL, das rufe ich nochmal schnell auf, die BDSL Online als eine weitere Empfehlung. Ja, das dauert schön lang. Und für den Einstieg ebenfalls gut geeignet, der IDS Publikationsserver. Sie erinnern sich, hier haben wir gesucht nach dem Terminus Instagram. Ich probiere es auch nochmal schnell mit Twitter. Und hier sehen Sie ebenfalls die Publikationen, die hier gelistet sind. Und nehmen Sie die Publikationen hinzu und ergänzen Sie damit Ihre Bibliothek. Das sind die drei wesentlichen Anlaufpunkte, also Germanistik Online, BDSL und der IDS Publikationsserver. Und dann können Sie daraus eine sehr schöne kollaborative Bibliografie aufbauen und für das Seminar und darüber hinaus nutzen. Gut, das war im Wesentlichen das, was ich Ihnen heute zeigen wollte mit Zotero und dass Sie den Umstieg von Citavi nicht fürchten müssen, denn die beiden Programme sind untereinander kompatibel und erlauben den Export und Import von Informationen aus dem jeweils anderen Programm. Ich würde mir wünschen, dass Sie damit einsteigen und damit anfangen zu bibliografieren. Die Links, wie gesagt, gebe ich Ihnen in die Matrix-Gruppe und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und zwar am Mittwoch bzw. am Donnerstag. Ihr Alexander Lasch.